Lieben, herzlich willkommen, Andreas Thienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute sind wir schon bei Teil 10 angelangt zum Thema Burnout-Prävention. So, wieder kurze Ansage, Freunde, die frisch zugeschaltet haben. Bitte schaut euch den Einstiegsvideo an und alle anderen neuen. Ganz wichtig, weil dann kommt ihr zu Teil 10 und Teil 10 hat nur Sinn, wenn ihr alles andere davor gesehen habt. Warum? Weil die Videos nach Priorität gelistet sind. Gut, wir haben wieder Burnout-Prävention. Wir machen es kurz und knapp. Burnout-Prävention. So, und zwar ganz wichtig, wie immer ganz wichtig, bei mir ist immer alles ganz wichtig. So, da haben wir Nummer 10. So, und die Nummer 10, was ist das? Ganz wichtig. Ganz viele meiner Kunden, auch ich selbst und ganz viele erfolgreiche Menschen, die machen immer eins. Die nehmen sich zu viel vor. Das heißt, die haben zu viele Projekte gleichzeitig im Laufen. Das bedeutet, oder ganz einfaches Beispiel, du hast deinen Rechner angeschaltet und unten hast du 8 E-Mail-Fenster offen. Und es kommt eine neue E-Mail, die wird auch noch aufgemacht und guckt, was da drin steht. Anstatt man hergeht und sagt, okay, E-Mail 1, alle anderen bleiben zu, reingucken, okay, ist wichtig, abarbeiten. E-Mail 2, reingucken, ist nicht ganz so wichtig, andere Ordner, nachbearbeiten. E-Mail 3 ist ganz wichtig, abarbeiten, wegschicken. E-Mail 4 ist wichtig, abarbeiten, wegschicken. Sodass wir eins nach dem anderen machen. Das heißt, eine Baustelle nach der anderen fertigstellen. Dass unser Gehirn Freiraum hat und nicht noch bei Baustelle 3 an Baustelle 1 denken muss. Das heißt, eine E-Mail nach der anderen, ein Projekt nach dem anderen, so schnell wie möglich fertigstellen. Und wenn das fertig ist, dann ist es zu, Akte geschlossen, nächster. Das ist auch ein Thema zum Thema Multitasking. Der Mensch ist nicht in der Lage und ist nicht multitaskingfähig. Das ist eine Lüge. Auch Frauen können das nicht. Da gibt es einen ganz einfachen Test. Den kann ich euch mal im Laufe der Zeit irgendwann mal posten, wie man das am besten macht. Dass man feststellt, dass er nicht multitaskingfähig ist. Deswegen, Freunde, ganz wichtig, nicht zu viele Projekte auf einmal, nicht zu viele Baustellen auf einmal. Klar, wir haben ganz viele Ideen, aber diese Ideen rennen uns doch nicht weg. Das sind doch auch oftmals nichts anderes als Verlustängste. Wenn der Idee, wenn die Idee jetzt nicht sofort macht, die gibt es nicht mehr. Ich vergesse die. Dann schreibst du doch einfach auf. Dann schreiben wir sie einfach auf. Und was passiert? Wir vergessen sie nicht mehr. Deswegen, wichtiger Tipp, abschließender Tipp zum Thema Burnout-Prävention. Eins nach dem anderen, nicht so viel Baustellen auf einmal, Step-by-Step abarbeiten, eine Prioritätsliste machen, eine To-Do-Liste machen, darauf achten, dass unser Geist weiß, dass wir aufgeschrieben haben, was wir also machen möchten, dass wir im Mind frei sind. Da ist auch ganz gut, ihr macht eine To-Do-Liste. Wichtig bei der To-Do-Liste, die To-Do-Liste nicht überfordern. Das heißt, so viele Projekte reinschreiben, was ihr am Tag X schaffen könnt. Alles andere muss auf eine andere To-Do-Liste. Und immer dann eine To-Do-Liste habt, schön ausdrucken, durchstreichen, Haken dran. Yes, gemacht! So. Ja, das war's jetzt. Für mich extrem spannendes Thema. Ich hoffe, dass es für euch auch ein sehr spannendes Thema war. Ich würde mich nach wie vor freuen, konstruktive Kritik, Anregungen, haut es unten in die Bemerkungen rein. Ich bin offen für alles, solange es konstruktiv ist. Aber zwischenzeitlich ist es so, dass ich eine tolle Fangemeinde habe, dass ich auch ein gewisses Publikum anspreche, die natürlich entsprechend gutes Feedback mit zurückgeben, gute konstruktive Kritik, weil für mich das Wichtigste, ich lerne am meisten von euch. Und meine Informationen, die ich mir dann aufbereite, über Schulungen, über Bücher, die gebe ich gern von Herzen weiter. Warum? Dafür bin ich da. Das ist meine Arbeit. Ich bin Personal Trainer, ich bin Ernährungsplaner, ich bin Personal Coach. Und mir ist es wichtig, dass ihr euch nicht nur körperlich wohlfühlt, sondern ein gesunder Geist steckt in einem gesunden Körper, ein gesunder Körper steckt in einem gesunden Geist. Das ist mein Credo und da möchte ich hin. Freunde, das war's. Teil 10, Burnout-Prävention. Und ich garantiere euch, es wird nicht langweilig. In Kürze gibt es was zum Thema Resilienz. Auch ein super spannendes Thema, ihr Lieben. Bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Umsetzen meiner Tipps. Wichtig ist, Freunde, wenn ihr zugehört habt, seid ihr beim ersten eingestiegen sein. Bei der Grundansprache sofort ins Tun kommen. 66 Stunden, Mittelwert. Wer nach 66 Stunden anfängt, da ist die Chance ganz gering, dass es durchzieht. Keine Aufschieberitis, ist direkt loslegen. Direkt starten und gebt mir Feedback, wie es euch geht. Macht's gut. Bis bald.
Andreas Riembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Warum Mr. T? Aus dem einfachen Grund, weil mein Nachnamen für viele so schwierig zum Aussprechen ist.